Hallo liebe Camper und herzlich willkommen an einem verregneten Julitag vom Campingplatz Bollmens Camping in Südschweden. Der Campingplatz liegt am Südostufer des Bollmenssees, ca. 5 Kilometer westlich des bezeichnenden Städtchens Angelstad. Von der Gemeindestraße kommend biegt ihr direkt in den Campingplatz ein und erledigt am alten Rezeptionsgebäude, in dem ausgezeichnet Deutsch gesprochen wird, die Anmeldeformalitäten. Danach folgt ihr den Schotterwegen zu den Stellplätzen. Auf diesem kleinen Campingplatz erwarten euch ca. 40 Stellplätze, von denen einige wenige direkt am See liegen. Da diese bei unserem Besuch bereits belegt waren, haben wir uns für eine Parzelle im hinteren Bereich der Anlage entschieden. Diese Stellplätze sind reine Wiesenplätze, relativ eben und größtenteils nicht vom Nachbarplatz abgegrenzt. Die Stromanschlüsse befinden sich zwischen den Parzellen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den Schuko-Stecker. Darüber hinaus gibt es noch einige Holzhütten als Mietunterkünfte. Im Einfahrtsbereich steht das Sanitärhaus für Tagesgäste. Hier findet ihr die Toiletten, die kostenpflichtigen Duschen sowie die Waschgelegenheiten. Gleich daneben befindet sich der Müllplatz, es gibt auch einen Wohnmobil-Service-Bereich. Da sich der Campingplatz auf Angler spezialisiert hat, gibt es hier lediglich den Versuch eines Kinderspielplatzes sowie ein asphaltiertes Tennisfeld. Angler können sich hier Boote ausleihen und ihren Fang auch direkt vor Ort ausnehmen. Im Rezeptionsgebäude könnt ihr Angelutensilien wie Würmer, Haken und ähnliches bekommen. Neben der Bootsanlegestelle wurde ein eigener Grill- und Räucherbereich eingerichtet.